Einen wunderschönen guten Abend. Hallo und willkommen zum Roten Planeten Delivers Mars. Heute hier auf diesem Kanal. Seien Sie gegrüßt und ich erinnere mich noch, wir sind in den Rover gestiegen und sollten irgendwo hinfahren. Ich weiß dummerweise nicht mehr wo, aber das werden wir herausfinden. Also, wohin, weiß ich nicht mehr. Wo wir jetzt sind, weiß ich gerade auch nicht, aber auch das finden wir vielleicht raus. Gucken wir erstmal, dass wir da ankommen, wo wir hinkommen wollen. Ich muss gerade mal kurz gucken. Ich glaube... Ja, so klingt das nicht mehr doppelt, so klingt das besser. Ich bitte, den kleinen Sound, das kleine Soundproblem hier zu entschuldigen. Sorry. E-Mail habe ich selber gemerkt. So. Offensichtlich wollten wir da drüben rüber. Ah, stimmt, wir wollten zu dieser anderen Arche, glaube ich. Hey. Schon da? Ja, ich sehe sie. Sie ist wohl auf der Seite gelandet. Sieht noch in Ordnung aus, aber ich muss näher ran, um sie untersuchen zu können. Mit etwas Glück hat die IAS das Schlimmste abgekriegt. Okay. Denn wenn's nicht geht... Ich drücke jedenfalls ganz fest die Daumen. Und Sarah? Sich aus. Bringen wir ihr gute Neuigkeiten. Okay. Ja. Ich bin mir nicht sicher. Klappt das? Es hat geklappt. Schön. Das ist der einzige Rover, den wir haben. Machen wir ihn kaputt. Und ich erinnere mich wieder zu letztes Jahr, der Stromgenerator im Orbit aus unbekanntem Grund abgestürzt. Und ich glaube, das ist der Zeitpunkt, an dem wir das Fahrzeug verlassen müssen. Schade, meine ASE-Einheit kommt nicht mit. Aber wir haben es zum Scan. Da drüben zum Scan. Drüber der Arche Davos. Die Erde hätte davon profitiert, diese Arche wieder zu Hause zu haben. Revolutionäre Technologie völlig zerstört. War ich das? Ja, das weiß ich nicht, aber ich fürchte nicht. Wäre ja auch sonst zu einfach. Aber man kann ja ein paar Trümmerfetzen mitnehmen von den Solarteilen und dann kann man ja mal schon herausfinden, warum die so gut sind. Und vielleicht findet man dann ja mehr raus. Und dann profitiert die Erde ja doch ein bisschen was davon. Ja, hier ist schon ein bisschen... Nein. Kaputter. So. Ich wollte gerade mit C crouchen, das war natürlich falsch. Ich meine, what could possibly go wrong? Das ist gut. Okay, ja. I see. Ich
Wir machen hier nicht wirklich irgendwas, was gefährlich sein könnte. Warum hast du jetzt losgelassen? Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Also ich habe tatsächlich Maustasten gedrückt, mindestens eine. Und hier sind wir noch nicht mehr bis zum Rand gekommen und da springt sie schon hoch. Oh ja. Das hat's gebracht. So. Zack, da rein, da hoch. Okay, da habe ich jetzt sogar in die Metallwand gestoßen. Verdammt. Fängt ja wieder gut an. Okay, du könntest mich auch mal retten, wenn ich runterfalle. Immerhin stirbt man nicht, wenn man hier falsch runterfällt. Das ist schon mal ganz positiv. Ich komme da nicht hoch. Wie zum Teufel kommt man hier weiter? Um sich da. Darüber kann ich nicht springen. Ich hab's versucht. Ah, weil ich jetzt gerade in die falsche Richtung gedingst bin. Ja klar. Ich muss ja nach hinten drücken und nicht in die Richtung, in die ich gucke. Dann wieder nach ganz nach oben. Wenn diese Parts nicht so langweilig werden. Na komm. Ja. Genau das passiert. Versuch's jetzt nochmal. Da kann ich nichts machen. Da kann ich nichts machen. Das ist der höchste Punkt, an dem ich mich festhalten kann. Kann ich nur da rüberspringen, theoretisch, weil. Ja, nach unten und nach vorne springen kann ich nicht. Was ich natürlich noch machen kann, ist mal versuchen, ganz hier nach rechts zu machen. Wow, Spiel. Wow. Das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass ich da genau ganz rechts an den Rand muss. Ah, die Stelle erinnere ich mich. Schneiden. Hier.
Das machen wir dann vielleicht doch mal von der Seite aus. Ja, diese Soundeffekte sind schon richtig gut. Ja, da wollen wir, glaube ich, nicht runterfallen. Falsche Seite, falsches Knöpfchen. Ich glaube, hier werden wir runterfallen. Wenn wir nicht... klettern würden. Genau, das war das Wort. Ach, weil da Millimeter Metall dran war und da konnte ich da nicht rein. Ach, das ist doch blöd. Ich bin auf der falschen Seite, oder? Ja. Und spawn ich einfach in die falsche Richtung. Was ist das? Das ist ja nice. Ob sie noch funktioniert? Scanne sie. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie noch funktionieren. Gott sei Dank. Dann starten wir sie mal. Schade, dass wir sie nicht mitnehmen können. Sowas gibt es auf der Erde nicht. Bist gestartet. Da haben wir das wunderschöne Wasser. Wo ist denn du hin? Offensichtlich kommt das noch irgendwann raus, würde ich behaupten. Dann nehmen wir dich mal mit. Zum Glück ist das Wasser hier nicht sehr tief. Ja. Es muss tatsächlich einer weniger sein und das Ding hier steht aber falsch. Doch. Janni! Ist klar. Ich will das Ding da hinstellen. So. So. Jetzt klappt das. Frage ist nur, wo ist der zweite Punkt? Damit er einfach reinzieht? Nee, kann ich nicht. Ich finde den Punkt nicht. Ich weiß gerade nicht, wo er ist. Gehen wir doch mal hier hin und gucken. Durch. Ach, hier an der Seite sind noch welche. Ah, ich brauche da noch ein... Das sind aber noch zwei. Okay. Das Ding, das brauche ich.
Jetzt muss ich da nur noch hoch und da brauche ich noch ein zweites. Oder so. Da ist das zweite. Da brauche ich theoretisch noch einen Emitter. Wo könnte ich den denn finden? Okay, kümmern wir uns erstmal um die beiden. So. Ja, ich will dich eigentlich platzieren. Da hätte man theoretisch auch sonst was machen können. Okay. Mit sonst was machen meine ich, da hätte man klettern können. Was wir hier wahrscheinlich dann tun müssen, vermute ich. Ah, und hier haben wir nochmal einen Emitter. Nicht ausreichen, weil wir brauchen 9. Haben wir hier noch was? Nein. Ach, Ada. Da heißt die. Ase. Nicht Ace. Ace war ja der andere. Oh ja. Und die Dinger sind auch ein bisschen zu stark offensichtlich. Kommt, nein. Bücken. Platziert. Hier platzieren. Gut, dann brauche ich das Ding hier. Muss darauf zeigen. Das wird jetzt natürlich alles klar. Klappen. Auf zum nächsten. Das Ding muss ich hier abändern. Mit Habitas verbinden. Müsste über uns sein. So. Und da müssen wir wahrscheinlich durch die jetzt hier aufgegangene Tür. Dann schauen wir doch mal. Drei Stück. Okay, das dritte ist wenigstens einfach. Hey. Ja, Sir? Aktivieren Sie sofort das Sicherheitsprotokoll der MPT-Verbindung. Ich verstehe nicht. Die Homeworlds-Aufständischen wollen die Kolonie an sich reißen. Deaktivieren Sie Archer Lavos. Und die MPT-Software braucht ein Genehmigungsprotokoll. Sir?
Und falls jemand versucht, die MPT-Verbindung zu Habitas ohne meine Genehmigung neu zu starten, dann übertakten Sie sofort die Schubdüsen. Dann brennen Sie durch. Und Labos treibt weg und es löst vielleicht eine Kettenreaktion zum Rumpfteil aus und zerstört das ganze Schiff. Tun Sie's! Stellen Sie die Genehmigungskondition auf ein Schlüsselstufe Argus. Verstanden? Ja, Sir. Der Obermacker wollte alle umbringen für den Fall, dass er nicht seinen Willen kriegt. Super. Tyrannen sind immer sehr gut. Ich weiß, warum die Arche abgestürzt ist. Als der Aufstand in Habitas ausbrach, hat MacArthur der MPT-Verbindung ein Notausprotokoll zugefügt. Dieselbe MPT-Verbindung, die wir fast in Labos gestartet hätten? Ja. Wenn man ohne seinen Ratscode die Verbindung startet, brennen die Schubdüsen durch. Das hat Labos zerstört. Ich sehe mal nach der Schüssel.